Hey, kennst du das Haus Derkere Straße 2 in Brilon? Das heutige Haus Brauer? Falls ja, dann hast du dort eines der bedeutenden Häuser der Stadtgeschichte besucht. Heute verbirgt sich hinter der Fassade die ein oder andere Geschichte. Die ersten Spuren des Hauses oder eher des Vorgängerbaus finden wir in der Vergangenheit der Schützengilde. Bis 1590 findet sich hier durch eine Kaufurkunde belegt, das erste Schützenhaus der Stadt Brilon. Direkt neben dem städtischen Weinkeller lagerten die Schützen hier ihre Waffen und hielten regelmäßige Treffen ab. Als die Schützenvorstände das Haus dann verkauften, ging es an verschiedene Briloner Familien, bis es 1742 bei einem Stadtbrand zerstört wurde. Bereits zuvor hatte die Unternehmerfamilie Kannegießer gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Gebäude erstanden. Somit liegt das Stammhaus der Gewerkendynastie Kannegießer und Krauthövener, die sehr reich und einflussreich war, in der Derkeren Straße. Seit 1687 lebte Jodokus Kannegießer in dem Haus. Da er als junger Mann, als Offizier oder auch Kornett genannt, diente, war das Haus bis 1850 als Kornettshaus bekannt. Wichtig für die Stadt Brilon war, dass in dem Gebäude die erste kaiserliche Poststation eingerichtet wurde. Jodokus war neben seiner Tätigkeit als Bergbauunternehmer ab 1742 der kaiserliche Postmeister in Brilon. Damit stellte er eine Stallung und Pferde zur Verfügung. Im Haus arbeitete ein Postknecht. Der erste für Brilon wird 1748 bezeugt und war der Briloner Bürger Johann Schwickert Elmer. Bis 1860 besaß die Familie das Haus. Erst dann verkaufte es Richard Unkraut und verschiedene Mieter und Nutzungen listen sich auf. Das Putzgeschäft von Wilhelm Schneider, der Zigarrenladen von Josef Bremerich und natürlich das heutige Geschäft Raumausstattung Brauer.